Auf diesem Grundstück im beschaulichen Ort Waffensen im Landkreis Rothenburg wollte Bruno Leite für sich und seine Familie ein Haus bauen. Für 60.000 Euro kaufte er ein Grundstück in der Dorfmitte. Sein Sohn Santiago hat sich schon auf seinen eigenen Spielplatz samt Rutsche und Schaukel gefreut. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Bauantrag wurde überraschend abgelehnt. Grund dafür sind sie, Kühe und andere Nutztiere, die in der Nachbarschaft gehalten werden. Laut dem Landkreis produzieren die Tiere zu viel Gestank und deswegen darf die Familie nicht bauen. Der gebürtige Portugiese versteht die Welt nicht mehr. Wir haben eine Baufirma schon beantragt, unseren Plan zu machen. Die Baufirma sagt, dass noch nie sowas gehört. Noch nie. Und sie bauen mehr hunderte von Häusern pro Jahr. So, Sie müssen vorstellen, das ist eine Situation, das ist sowas von absurd. Und zum einen, weil der Dialog schon von Anfang verweigert wird und das eine einfache Sache, das aus dem Tisch geklärt oder gekehrt werden könnte, mit Dialog und mit Kompromissen, und wir sind einfach in die Ecke geschoben. Und das macht uns sehr traurig. Leite hat nichts gegen die Landluft und die Bauern nichts gegen neue Nachbarn. Doch laut dem Landkreis ändert sich dadurch nichts an dem Beschluss. Die Bauern produzieren mit ihrem Nutzvieh in Waffensen zu hohe Geruchsemissionen. Bürgermeister Hartmut Lefers ist das Problem bekannt. Laut einem Gutachten liegt die Belastung auf dem Grundstück der Familie 15% über dem erlaubten Grenzwert. Das Gesetz hat einen Fehler. Es ist nicht befriedigend. Es hatte einen guten Ansatz. Es sollte die Landwirte schützen im Bestand und es sollte die Wohnbevölkerung vor Emissionen schützen. Aber leider treibt es Wohnbevölkerung und Landwirt in einem Dorf auseinander. Und das kann nicht Sinn des Gesetzgebers sein. Auch ein Dorf ist nicht eine reine Stätte für aktive Landwirte, die hier ihre Landwirtschaft betreiben, sondern es ist auch für eine Wohnstätte, für Menschen, die in diesem Dorf leben und die sich hier wohlfühlen und die hier auch wohnen wollen. Aber die Verwaltung des Landkreises Rothenburg fürchtet, dass die Leiters nach dem Bau klagen könnten und sich andere Betroffene anschließen. In der offiziellen Begründung heißt es: Neben der überhöhten Geruchsbelastung ist auch festzustellen, dass die Umgebung des zur Bebauung vorgesehenen Grundstückes von einer aktiv betriebenen landwirtschaftlichen Nutzung geprägt ist. Es ist nicht nur für die Eheleute Leite Weimar jetzt ein Totschlagargument, sondern für die gesamte weitere Entwicklung von Waffensen ist das ein Totschlagargument. Und die liegt uns sehr am Herzen und von daher ist es mir sehr wichtig, dass hier doch vielleicht an der Gesetzesvorlage etwas geändert werden müsste. Leite glaubt schon lange nicht mehr daran, dass es nur um den Schutz der Bevölkerung geht. Aus Plänen der Gemeinde geht hervor, dass die Vertreter Interesse an seinem Grundstück haben. Sie wollen das Gebiet um den Kreisel verschönern. Aber das ist nur eine Spekulation. Für Leite ist hingegen sicher: Ich bin sehr fest überzeugt, es geht letztendlich um ganz andere Sachen. Es geht um politische Kämpfe hier in der Landkreis Rothenburg. Statt der schwierige Weg, das war ein Kompromiss zwischen Menschen, Tieren und Bauern zu finden. Man geht der einfache Weg, ist die junge Familie interessiert sowieso nicht. Sie sind sowieso nicht hier in Waffen, sondern Ansässige. Der kann wir einer reinhauen und die Reste, ja, lassen wir einfach so laufen, wie immer. Aber Leite denkt nicht daran, sein Grundstück aufzugeben. Nun zieht er vor Gericht. Für sein Recht und für die Zukunft seiner kleinen Familie.